Erst am Sonntag wissen, wenn die Gremien der CSU zusammengekommen sind, zusammen mit der CSU-Landesgruppe. Und dann werden wir mal gucken, wie dann die CDU-Gremien darauf reagieren. Und so richtig Licht am Ende dieses Tunnels werden wir dann erst am kommenden Montag haben, denke ich. Gut, sollte es trotzdem heute Abend noch was geben, erfahren das die Phoenix-Zuschauer von Ihnen. Erstmal vielen Dank. Frau Ulrich. Am kommenden Montag haben, denke ich. Gut, sollte es trotzdem heute Abend noch was geben, erfahren das die Phoenix-Zuschauer von Ihnen. Erstmal vielen Dank. Frau Ulrich, der Koalitionsausschuss heute Abend, ist das so eine Art Therapiesitzung? Naja, das ist ja was, was erstmal die SPD wollte, interessanterweise, weil die eben gerade, was hat Herr Schäfer ja gesagt, migrationstechnisch lauter Fragen hatten. Was macht ihr da eigentlich? Über was streitet ihr euch da innerhalb der Union, was wir vielleicht eben sowieso gar nicht mittragen würden? Jetzt hat das zusätzlich durch diese EU-Fragen, die wiederum Horst Seehofer klären will, zusätzliche Brisanz. Das ist ja auch das erste Mal in dieser neuen Legislatur, dass überhaupt dieser Ausschuss zusammenkommt. Angela Merkel wollte den immer sehr, sehr klein halten, möglichst nur die drei Parteien. Jetzt ist er schon ein bisschen ausgeweitet worden. Genau, jetzt sind die Fraktions- bzw. je nachdem, also jeder hat noch einen mitgebracht, plus nochmal der Kanzleramtsminister, der dabei ist. Und na klar, das ist jetzt der innerste Zirkel. Wenn, dann werden die da jetzt zusammen sich raufen können. Und es gab diese leichten Entspannungssignale, aber so richtig diesen, ja, wie sie wirklich vom Baum runterkommen und dann auch noch produktiv zusammen nach vorne gehen, ist mir zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen fraglich. Herr Kissler, die GroKo wurde ja unter starken Wehen geboren. Lässt man sie jetzt im Kindbett sterben? Man lässt sie im Kindbett sterben, wenn man es darauf ankommen ließe, dass diese Eskalation jetzt final würde. Aber das ist eben nicht auszuschließen, weil natürlich die Flüchtlingspolitik so wichtig und so brisant und bedrängend sie auch ist, letztlich nur der Anlass ist für eine tiefergehende Entfremdung innerhalb der Union zwischen der Merkel-CDU, die ist eben eindeutig links von der Horst Seehofer-CSU positioniert ist. Jetzt hat man ein Feld gefunden, um diesen Dissens mit maximaler Durchschlagskraft in der Öffentlichkeit zu zelebrieren. Selbst wenn man darauf jetzt noch einmal einen Formelkompromiss als dünnes Pflästerchen darauf kleben sollte, wird es weiterhin schweren. Und ich glaube nicht, dass diese Koalition mit diesem Personal 4 Jahre durchhält. Herr Patzelt, man glaubt es ja kaum. CDU und CSU sollen ja nach eigenem Bekunden Schwestern sein. Dieser aktuelle Zank, ist der eigentlich bekömmlich für das schwesterliche Verhältnis oder ist es ein untrügliches Zeichen für eine bevorstehende Trennung, wie immer die dann aussehen wird? Familienstreit ist nie sonderlich bekömmlich, aber auch zwischen Schwestern und auch zwischen Brüdern, um von sonstigen Schwiegersohn- und Schwiegerelternverhältnissen ganz zu schweigen, sind Familienstreitigkeiten wohl bekannt. Und der zentrale Punkt ist tatsächlich der, dass sich die jetzige CDU von der Position jener CDU, die einst und so lange erfolgreich mit der CSU regierte, sozusagen nach links bewegt hat, während die CSU unter Druck von der AfD geraten ist. Die CDU kann AfD-Druck leichter aushalten als die CSU. Denn wenn die CDU in einem Bundesland abgewählt wird, dann kann sie noch in anderen Bundesländern regieren. Die CSU hat nur ein einziges Land, das sie regieren kann. Und ihre gesamte politische Glaubwürdigkeit hängt davon ab, was sie in dem Bundesland vorweisen kann an politischen Leistungen, dass sie sozusagen nach CSU-Pur-Rezepten regiert. Und das macht die CSU an dieser Stelle völlig unversöhnlich. Und obendrein ist der wesentliche Unterschied zur letzten großen Koalition der, dass es in der letzten großen Koalition auf die CSU einfach nicht ankam. In dieser braucht es aber die Stimmen der CSU. Das weiß die CSU, das wissen die anderen auch. Und deswegen wird gepokert. Herr Siegel, wenn zwei sich streiten, freut sich ja bekanntlich der Dritte. Das gilt aber nicht für die SPD. Warum profitieren die Sozialdemokraten nicht von diesem Streit? Naja, die Sozialdemokraten, denen bläst ja bundespolitisch und auch landespolitisch überwiegend ein eisiger Wind ins Gesicht. Sie waren die Partei, die mit gerade mal gut 20% jetzt in sehr geschwächt in diese große Koalition gegangen sind, die durchaus versucht, jetzt auch sich ein Stück weit zurückzuhalten in dieser Krisensituation. Denn sie hat natürlich überhaupt kein Interesse, dass jetzt irgendwie in Richtung Neuwahlen eine Diskussion kommt. Und sie versucht, das muss man ihr zugutehalten, ihre für sie wichtigen Themen so gut wie möglich abzuarbeiten. Da findet ja im Übrigen, weil vorher von Wind die Rede war, es ist ein Riesengebläse im Moment um die Flüchtlingspolitik. Das hat gute Gründe. Das geht weit in die bürgerliche Mitte hinein, dieser Konflikt. Aber es ist ja auch schon einiges getan worden, dieser großen Koalition. Aber man muss sagen, der Eindruck, der natürlich insgesamt entsteht von dieser Bundesregierung, auch bei den Wählerinnen und Wählern, ist halt ein äußerst bescheidener, um es mal vornehm auszudrücken. Angela und Horst, eine ganz besondere politische Love Story. Warum verzweifeln Sie so aneinander? Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Sie gerade auch wegen dem Thema Flüchtlingspolitik aneinander geraten.
Ja, da sind lange Verwundungen. Also wenn man zurückguckt zu der Zeit, als Angela Merkel dann auch CDU-Chefin wurde, als sie sich auch schon in anderen Konstellationen in Kabinetten zusammentrafen, da hat Angela Merkel auch Seehofer ja schon bei diversen anderen Themen mal zurückgestutzt. Das vergisst er nicht. Und diese Rolle desjenigen, der eigentlich in einer kleinen Partei, aber mit übergroßer Macht ja, auch wenn sie nicht so eine Rolle gespielt haben in der letzten Regierung, völlig klar. Aber trotzdem ist natürlich so eine bayerische CSU marschiert mit stärkerer, mit breiterer Brust auf hier in Berlin. Das haben die beiden miteinander nicht vergessen. Angela Merkel kann das zwar besser überspielen wahrscheinlich als Seehofer, meine ich, aber auch bei beiden sind da diese tiefen Verwundungen. Und dann brechen die in solchen, wo wirklich der Druck größer wird und die CSU meiner Meinung nach damit auch nicht gut umgeht. Können wir vielleicht auch noch, wie sie wirkt und wie die Erfolge sind, später aber besprechen? Wenn man, wenn Sie jetzt sagen, wie sie wirkt, auch wie das Verhältnis Angela Merkel, Horst Seehofer, wenn da so viele Rechnungen offen sind, so eine Art permanenter politischer Blutrache, einer versucht dem anderen immer ein Bein zu stellen, das führt dann gleich zu Krisen, da die beiden Parteien oft in der Regierung vertreten sind, dann eben zu Regierungskrisen. Hat man da nicht irgendwie die Haltung zu sagen, also wir haben zwar persönliche Dissense, aber die können wir im politischen Alltag eigentlich nicht so ausleben, wie das gerade ausgelebt wird. Verselbstständigt sich da etwas? Beide haben keine gemeinsame Sprache, keine gemeinsame Statur, keine gemeinsame Mentalität, keinen gemeinsamen weltanschaulichen Hintergrund. Horst Seehofer sagte jetzt, sehr entlarvenden Satz in einer dieser parallel verlaufenden Pressekonferenz, glaube ich, sagt er, es macht mich ratlos, wie man an so einen Punkt, wie ich ihn haben möchte, nämlich Recht und Gesetz an unseren Grenzen durchzusetzen, wofür ich auch zuständig bin als Bundesinnenminister, nicht zu verstehen. Das macht mich ratlos. Er begreift die Einwände nicht von Angela Merkel, weil sie an komplett ein anderes Wertesystem denkt, weil sie einen anderen Politikbegriff hat, das Moderieren, das Späte, das Finale entscheiden. Und gleichzeitig allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, haben beide die Lust bisher nicht bezwingen können, in der Öffentlichkeit einen anderen schlecht dastehen zu lassen. Letzter Satz, den sie gesagt hat, Merkel in der Öffentlichkeit bei Frau Will neulich, es gibt andere Meinungen, andere Auffassungen, aber ich habe die meinige. Und andere Auffassungen, damit hat sie die ganzen CSU-Positionen in der Öffentlichkeit niederkartätscht. Es macht ihn ratlos, sagt Horst Seehofer, ja. Aber er meint damit ja wahrscheinlich auch die politische Überzeugung von Angela Merkel, sie sucht eine europäische Lösung. Warum macht eine Europapartei, und das will die CSU ja nach eigenem Bekunden auch sein, eine europäische Lösung ratlos? Ach, es ist nicht die europäische Lösung, welche die CSU ratlos macht. Die CSU und manch andere im Land sind eher ratlos darüber, wie denn die europäische Lösung aussehen soll. Wenn sie darin bestehen soll, dass die Flüchtlinge, die nach Europa kommen, quer über Europa verteilt werden, dann wird es diese europäische Lösung ganz gewiss nicht geben. Wenn die europäische Lösung darin besteht, dass die Staaten ihre Grenzen schützen und in Vorschengen-Zeiten zurückkehren, und wenn sie obendrein sozusagen eine feste Mittelmeergrenze aufzubauen versuchen, dann wird das eine politische Lösung sein, die auch realistisch ist, die aber vom größten Teil der deutschen Politik nicht angestrebt wird. Das heißt, die Ratlosigkeit bezieht sich darauf, was sich denn hinter dem schönen Begriff europäische Lösung verbirgt. Und da ist sozusagen das Misstrauen der CSU und manch anderen in Deutschland jenes, dass sich hinter der Formel von der europäischen Lösung ein Spiel auf Zeit verbirgt. Nur nicht jetzt es entscheiden, einfach nachweisen, dass die CSU sich nicht durchsetzen kann, dann wird sie schon wieder auf das Maß eines bajuwarischen Bettvorlegers reduziert. Wenn ein Streit vom Zaun gebrochen wird, dann ist man ja eigentlich der Meinung, dass dieser Streit deswegen sinnvoll ist, weil A, was geklärt wird und B, dass man hinten nach als Sieger vom Platz geht. Das scheint hier aber nicht der Fall zu sein. Die Kollegen von Report München haben uns von Ihnen, Herr Siegel, von Infratest Team-Up entwickelt, einige Grafiken zukommen lassen, Umfragen aus der letzten Woche. Eine der Fragen, die legen wir Ihnen jetzt mal vor, liebe Zuschauer. Merkels Autorität im Streit mit Seehofer hat gelitten. 66% meinen das, hat nicht gelitten. 29%, also eine ganz klare Aussage. Zwei Drittel glauben, dass Angela Merkel bei diesem Streit durchaus auch jede Menge Blessuren davonträgt. Wenn man aber noch eine andere Grafik dazu nimmt, und die wollen wir auch einblenden, wer ist eigentlich richtig im Amt? In welchem Amt gibt es eine gute Besetzung? Im Amt der Kanzlerin, im Amt des Bundesinnenministers? Dann steht Angela Merkel bei 47%. Das ist kein sehr guter Wert. Man sieht auch seit April minus 10 Prozentpunkte. Das ist ein ganz schöner Verlust, hat mit diesem Streit sicherlich zu tun. Aber auch Horst Seehofer hat federn lassen müssen und liegt bei 35%. Also der lag sowieso nicht besonders hoch. Also hier ist zumindest auch immer noch ein ziemlich großer Abstand zwischen der Kanzlerin und ihrem Innenminister, Herr Siegel.
Die Werte der Politiker sind im Moment sowieso nicht so hoch. Angela Merkel gehört ja da auch mit diesen nicht so guten 47% ja eher in die Spitzengruppe. Woran liegt das eigentlich im Moment? Ja, es liegt an ganz verschiedenen Sachen. Erstmals sind populäre Kabinettsmitglieder jetzt bei der Bildung der Großen Koalition ausgeschieden. Sigmar Gabriel, der ehemalige SPD-Parteivorsitzende, konnte von diesem Bonus des Außenministers gut profitieren. Wolfgang Schäuble hatte immer relativ hohe Zufriedenheitswerte von 60-70%. Und Angela Merkel bewegt sich im Moment so bei der Zufriedenheit knapp unter 50%. Sie liegt so in dem langjährigen Durchschnitt einige Prozentpunkte höher, lag auch schon bei Mitte 60. Man muss allerdings sagen, nach so einer langen Kanzlerschaft, ja, ist immer das Risiko groß, dass auch die Zufriedenheitswerte nach unten gehen. Da gibt es verschiedene Erklärungen, dass gewisse Sättigung gibt, Abnutzungserscheinungen, ganz unterschiedliche Art. Ob die dann gerechtfertigt sind oder nicht, ist eine andere Frage. Und das natürlich die Menschen das Gefühl haben, das war sozusagen an einem Tag, an dem die Krise innerhalb der Union besonders zugespitzt war, dass natürlich an so einem Tag dann auch das als Autoritätsverlust kommen muss, wenn fraglich ist, ob die Bundeskanzlerin von ihrer Richtlinienkompetenz denn wirklich Gebrauch machen kann. Und wenn sie dies tun würde, mit welchem politischen Risiko, halte ich für einen völlig plausiblen Wert an dieser Stelle. Ist man sich da eigentlich klar, was man bei so einem Streit immer anzettelt? Das war ja beim letzten Mal genauso. 2015, da hat man sich ja auch stark verkracht. Das wurde erbittert geführt, dieser Streit. Übrigens mit einem für beide unangenehmen Ergebnis für CDU und CSU, nämlich einem schlechten Bundestagswahlergebnis 2017. Also ist man dafür ja auch noch abgestraft worden. Lernt man nicht aus den Fehlern der Vergangenheit? Ist die Frage, wen Sie jetzt mit Mann meinen. In dem Falle... Beide meine ich eigentlich. Die Streithähne. Ja, nur... Sie wollen. In dem Falle, wir haben jetzt auch in der Redaktion vorher, als das anfing, auch diskutiert und haben uns gefragt, was will die CSU, die das ja zumindest vorangetrieben hat, meiner Meinung nach, was will sie damit gewinnen? Ich habe bis jetzt keine Antwort darauf gefunden, weil diese Idee zu sagen, wir brauchen vor der Landtagswahl, wir müssen uns profilieren, um AfD-Wähler einzufangen. Ich glaube, im Endeffekt wird, wenn dann, doch das Original gewählt. Das ist ja auch bei vielen Umfragen, wie man es jetzt sieht, wiegt vielleicht ab. Denke ich den Kopf. Insofern ist mir das... Völlig offen, ne? Das werden wir sehen, genau. Also bisher deutet für mich nichts darauf hin, dass tatsächlich die Union damit gewinnt, außer dass diesen Streit Unionswähler noch weniger gutieren, als das ja auch linke Wähler tun. Ich fand total interessant, was Sigmar Gabriel jetzt gesagt hat. Er hat gesagt, sind die eigentlich völlig irre? Normalerweise sind wir das, die SPD-Anhänger, die SPD-Politiker, die sich intern zerfleischen. Wieso jetzt auch die bei der Union, bei den Konservativen? Ich glaube, da kann am Ende niemand gewinnen. Und ich bin sehr gespannt, wie von den Bäumen jetzt wieder runtergekommen wird. Aber der wird. Streit musste einfach mal sein, glaube ich. Wie gesagt, es ist der das Anlass. Er hat sich ein Ventil gesucht. Und es gibt einfach diesen fundamentalen Dissens, wie wir auf die Moderne, auf die Globalisierung, auf die Migration etc. reagieren. Und da hat die Seehofer CSU einen völlig anderen Blick darauf, einen Blick, der deutlich eher in den Osten Europas gerichtet ist. Die Bündnispartner von Frau Merkel sind praktisch an zwei Fingern abzuzählen, eigentlich nur noch Luxemburg und Niederlande, wenn man so möchte. Das heißt, dieser fundamentale Dissens, der muss auf den Tisch. Streit in der Politik ist doch eigentlich der Normalfall. Also ich wehre mich dagegen, hier jetzt nur den Untergang des Abendlandes und das Ende der Demokratie in Deutschland herbeizureden. Aber die Frage ist ja an diesem Punkt, Zurückweisung bereits registrierter EU-Flüchtlinge, das ist einer von 63 Punkten eines, wo wir die anderen nicht kennen. Genau. Mysteriösen Objekt der Begierde, nennt sich Masterplan Migration. Den kennen nur drei. Angela Merkel, Horst Seehofer, der ihn geschrieben hat, und Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef. Aber alle reden darüber. Nur Andrea Nahles hat zugegeben, ihn noch nicht zu kennen, will den heute Abend auf dem Koalitionsausschuss in Erfahrung bringen. Das ist eigentlich nicht so ein gutes Regierungshandeln, dass Horst Seehofer einen Plan zurückhält und alle anderen reden schon mit und man weiß eigentlich gar nicht, worüber man redet. Naja, das ist eine echte Kommunikationspanne und eine echte Panne im Regierungshandwerk. Es war ja angekündigt, wann dieser Masterplan der Presse vorgestellt werden soll. Und er ist tatsächlich das Kernstück dessen, was der CSU-Innenminister dieser Bundesregierung an gutem oder weniger gutem tun kann. Es ist auch sozusagen, hat er ja auch angekündigt. Es ist sozusagen die Visitenkarte der CSU, die sie auch braucht für die bayerische Landtagswahl. Und dann wird die Möglichkeit mit großem öffentlichen
Echo diesen Plan vorzustellen, dadurch konterkariert, dass die Kanzlerin in einer Art Nebenbei-Bemerkung einfach sagt, na ja, dies und jenes wird überhaupt nicht gehen, sodass im Grunde gesagt wurde, na ja, der Innenminister kann aufschreiben, was er will, die Richtlinien bestimme ich und folglich wird es nicht so gehen, wie die CSU sich das vorstellt. Dass ein CSU-Vorsitzender in einem wichtigen Wahlkampfjahr das nicht einfach so auf sich beruhen lassen kann, das liegt auf der Hand. Obendrein gibt es tatsächlich einen tiefgreifenden Dissens, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, wie mit Migration und der Bewahrung von nationalstaatlichen Grenzen umzugehen ist. Und obendrein gibt es den erheblichen Dissens darüber, was denn wohl die Ursache für die Wahlerfolge der AfD ist. Die einen sagen, die Ursache ist, dass wir sozusagen zu viel Wanderungsbegrenzungspolitik gemacht haben und unser freundliches Gesicht nicht weiter gezeigt hätten. Würden wir das tun, dann würde die AfD schamrot verstummen. Oder, was die anderen meinen, man hat einfach dieses Problem nicht ernst genommen, nicht gelöst. Deswegen wählen die Bürger nicht das Original, sondern eine Partei anstelle des Originals, das es nicht mehr gibt. Und ich vermute ganz stark, dass Sie der zweiten Position zuneigen, Herr Patzelt. Aus guten Gründen wohlgemerkt. Aber es bleibt, es ist 63 Punkte hat dieser Masterplan und Punkt 63 ist gar nicht mal der wichtigste, über den man sich so zerstreitet. Was sagt das über diese Regierungsarbeit? Naja, ich denke, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, glaube ich, die CSU ist eigentlich alternativlos in ihrer Strategie jetzt für den bayerischen Landtagswahlkampf dieses Thema Flüchtlinge und Zuwanderung zu adressieren. Ja, also von Stockholm bis Paris hat es sich weder gezeigt, dass die eine Strategie, nämlich über dieses Thema gar nicht mehr zu sprechen und es den Rechten zu überlassen, funktioniert, noch dass man es an sich zieht. Also die große Mehrheit der Unionswähler ist deutlich näher inhaltlich bei der Position eines Horst Seehofers als von Angela Merkel, wenn man die einzelnen Punkte abfragt. Die Gesamtbewertung ist dann immer noch relativ freundlich für Angela Merkel. Aber jetzt komme ich eben zu dem Punkt, da spielen diese Persönlichkeitsmerkmale rein. Ich glaube, weniger als die sachpolitische Auseinandersetzung ist das große Risiko für die CSU die Art des politischen Streits, das heißt des Stils. Der ist nämlich sehr männlich, wenn man das mal so sagen darf, ja, kommt sehr auch, dominant, sehr konfrontativ, und das kommt gerade bei konservativen Wählern im Prinzip nicht an. Die wollen Allgemeinwohlorientierung, ja. Die wollen eine vornehme Zurückhaltung, eine anständige Sprache in der Auseinandersetzung, und da liegt, denke ich, auch für Markus Söder ein viel größeres Risiko, als wenn er jetzt dieses Thema ein Stück weit in den Vordergrund drückt. Es bleibt ihm fast gar nichts anderes übrig. Weil bei den Wahlumfragen kommen die CSU und Bayern ja auch nicht so richtig vom Fleck. Und ich würde noch gerne ergänzen, weil mir geht es immer noch so, dass ich trotzdem ich weiß nicht, welches war, ob es Ihre Umfrage war, ich habe noch eine gelesen, jetzt zuletzt heute, wo drin stand, dass immer noch 60% der Bundesbürger sagen, wir kommen auch mit den Menschen, die zu uns zuwandern, klar. Mir ist von Anfang an in diesen wirklich auch jenseits dieses jetzigen zwei Wochen währenden Streits, ist mir nicht richtig klar geworden, warum erzähle ich auch als CSU denn nicht, guck doch mal, wir haben seit 2015, hat sich unheimlich viel bei uns verändert. Wir haben eine Asylpolitik, die mit dem überhaupt nichts mehr zu tun hat. Wir haben die Kanzlerin dazu gebracht, diese Asylpolitik zu verändern. Warum erzähle ich das nicht als positive Geschichte und versuche damit auch nicht einen Angstwahlkampf zu betreiben und möglicherweise damit mehr zu gewinnen, als es jetzt der Fall ist. Dazu muss man eigentlich auch sagen, es gibt allerdings auch eine klare Mehrheit, die nicht versteht, warum abgelehnte Asylbewerber nicht abgeschoben werden, obwohl man sie abschieben könnte und aus unerfindlichen Gründen geduldet wird. Aber lassen Sie uns bei dem Thema Masterplan Migration von Horst Seehofer noch bleiben. Die entscheidende Frage war ja, die jetzt auch den Streit ausgelöst hat der Union, sollen in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge zurückgewiesen werden? Und da haben die Deutschen eine ganz klare Meinung. Können wir auch wieder einblenden, was uns die Kollegen von Report München überlassen haben. Für diese Zurückweisung registrierter Flüchtlinge, also nicht nur die, die jetzt schon zurückgewiesen werden, weil sie zum Beispiel ein Einreiseverbot haben oder keine Papiere haben oder kein Asyl beantragen wollen, sondern die registrierten, in anderen europäischen Ländern registrierten Flüchtlinge, 62% finden diese Meinung von Horst Seehofer gut und 31% sind dagegen, eine ganz klare Aussage. Wenn es aber, Sie haben es gerade schon angedeutet, um ein Gesamtkonzept, um die flüchtlingspolitische Konzepte von Angela Merkel und Horst Seehofer geht, hier sehen wir die Einblendung, dann hat Angela Merkel sogar knapp die Nase vorn. Also im Gesamtkonzept der Flüchtlingspolitik, also alle flüchtlingspolitischen Maßnahmen
von der Frage, wer darf kommen, vom Asylbewerberverfahren bis hin zur Integration, traut man offenbar Angela Merkel etwas mehr zu als Horst Seehofer. Die beiden Werte sind nicht berauschend, aber hier gibt es schon einen Unterschied. Woher kommt dieser Unterschied eigentlich? Man fokussiert sich jetzt auf diese eine Frage der Rückweisung an der Grenze, aber eigentlich ist ja eine Mehrheit oder zumindest eine relative Mehrheit mit den politischen Zielen der Kanzlerin durchaus einverstanden. Der große Unterschied ist jetzt vor allem ein methodischer. Nicht das eine ist ein Einzelstatement, eine politische Forderung, die erst einmal so neutral dargestellt wird, unabhängig davon, wer sie dann auch zum Teil fordert. Und da sieht man dann eben auch, dass rund 50% der SPD-Anhänger diese Forderung gut finden. Mal ganz davon abgesehen, ob diese Forderung überhaupt implementierbar wäre von Schleswig-Holstein bis nach Südbayern an die Grenzen. Und hier spielen eben auch bei der Bewertung des Gesamtkonzepts die persönlichen Sympathiewerte indirekt natürlich eine Rolle. Na, da geht es dann auch schon um die Personen, die eben für ganz unterschiedliche Politikstile stehen. Angela Merkel wurde ja über lange Jahre der Kanzlerschaft vorgeworfen, eher moderieren, zurückhaltend, nur reaktiv auf Meinungsumfragen reagierend zu agieren. Ausgerechnet bei der Flüchtlingsfrage hat sie sich zum ersten Mal in der Kanzlerschaft so richtig krass positioniert. Und Horst Seehofer ist ähnlich wie Markus Söder ein ganz anderer Politikertyp. Und das sieht man dann auch, wenn man in die Gesamtbewertung reinschaut. Da punktet Seehofer vor allem bei den AfD-Wählern. Aber selbst bei den FDP-Wählern hat er keine Mehrheit und auch nicht bei den Unionsanhängern. Ein 40-40 finde ich auch als Pari, als Wimpernschlag Sieg eher sehr, sehr, sehr schlecht für Frau Merkel. Sehr gespalten die Bevölkerung. Es war nur die Gegenüberstellung zu der Frage nach der Zurückweisung. Ja, das politische Konzept natürlich geht ja weiter. Also da geht es ja nicht nur um Zurückweisung. Richtig. Aber es liegt auch daran, glaube ich, dass Herr Seehofer bisher nicht dafür bekannt ist, dass er in Konzepten denkt. Also das Wort Konzept. Aber es hat er ja gerade einen Masterplan Migration erstellt. Den keiner kennt. Ein halber Punkt sei nur umstritten, sagt er in seiner Pressekonferenz. Gut, aber in dem Masterplan steht ja mutmaßlich was über die sogenannten Ankerzentren. Also wie kann man Asylbewerber, wie kann man die Verfahren beschleunigen und dann auch die nicht bleiben dürfen, keine Schutzbedürftigkeit haben, kein Bleiberecht leichter abschieben. Da steht etwas drüber über die Frage der Sozialleistungen, wie lange man hier sein muss, um welche zu bekommen, Sachleistungen oder Geldleistungen. Das sind ja übrigens alles Themen, wo die SPD zum Teil ganz andere Auffassungen hat als die Union, also in dem Fall CDU und CSU. Man denkt immer, dass der Asylstreit betrifft nur die beiden Unionsparteien. Die SPD vergisst man da auch immer. Vieles von dem kann Horst Seehofer ja gegenüber der SPD gar nicht durchsetzen. So ist es. Deshalb versucht ja Frau Kamm-Karrenbauer, die Generalsekretärin, schon im Auftrag ihrer Herrin mutmaßlich den nicht bekannten Masterplan abzuräumen. Sie hat gesagt, wir bräuchten einen viel größeren Pakt zur Steuerung und Ordnung der Zuwanderung und der Verschleunigung der Integration. Und da ist das Zauberwort, das die CSU hören will, begrenzen, nicht drin. Also die SPD mit der CDU kann sich einigen, es zu steuern und zu ordnen, aber nicht zu begrenzen. Deshalb steht uns eine weitere Auseinandersetzung mit der SPD in der Tat bevor. Und je länger die SPD sich an den Katzentisch hier verdrängen lässt, umso schlechter werden ihre Umfragewerte. Allerdings die Obergrenzenzahl 200.000 maximal wird nicht mal erreicht. Es kommen de facto nicht so viele Menschen. Ich glaube, der Familiennachzug ist da nicht berechnet drin, sonst kämen wir da drüber, meines Wissens. Es ist aber eigentlich was wiederum die CSU als Erfolg verkaufen könnte. Sie tut es nicht. Ja, das ist nicht unser Problem. Ja, die CSU könnte natürlich auch für sich in Anspruch nehmen, dass sie die Regierung des Bundeslandes führt mit der höchsten Wirtschaftskraft, mit einer der niedrigsten Arbeitslosenquote, das im Hinblick auf Modernisierung von öffentlicher Verwaltung, von Digitalisierung ganz vorne ist. Der Wahlkampf in Bayern hat noch nicht mal richtig begonnen. Klar ist, dass wir seit dem Herbst 2015 eine Polarisierung in diesem Land rund um das Thema Flüchtlinge haben. Und diese unterschiedlichen Meinungen, die ziehen sich durch die allermeisten Parteien, auch durch die SPD, wo die, sagen wir mal, Parteielite doch ein gutes Stück weit entfernt ist von der Basis der Anhängerschaft. Das macht sich immer wieder in verschiedensten Umfragen bemerkbar. Und insofern ist ganz klar, dass dieses Thema spätestens immer dann, wenn irgendwo in einem Bundesland oder jetzt eben letztes Jahr in Berlin auf dem Bund, wenn Wahlen stattfinden, wird das Thema Zuwanderung und Flüchtlinge ganz nach vorne, weil wenn Sie die Leuten offen abfragen, was sie am meisten bewegt, dann ist es das Thema. Ob einem das gefallen mag oder nicht, Demokratie heißt Herrschaft des Volkes. Und ich denke, das ist die Politik und die etablierten Parteien gut beraten, die Ohren zu spitzen und zu schauen, wie sich die Meinungen hier bilden. Aber ist das so? Weil ich höre ganz oft, dass Leute sagen, warum tut ihr nichts für Wohnraum, für günstigen Wohnraum? Warum tut ihr nichts für Bildung? Warum tut ihr nichts, Sie haben es eben selber gesagt, für Digitalisierung? Ich habe manchmal den
den Eindruck, dass wir uns da sehr mitnehmen lassen in Themen, wo ich immer noch mal ein Fragezeichen mache, ob das wirklich das ist, was uns am allermeisten die Menschen bewegt. Viele andere Themen, und wir hatten auch Landtagswahlen, also das Thema Flüchtlingspolitik nicht mehr so im Mittelpunkt stand. Nordrhein-Westfalen war sozusagen die klassische Wahl, wo das ganze Thema Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, Bildung, das ist richtig, aber wiederkehrend. Ja, seit dem Herbst 2015 haben wir das rund um die Wahlen. Und das hat eben dazu geführt, dass wir bei diesen Landtagswahlen bis jetzt zur Bundestagswahl überall den Einzug der AfD in die Landesparlamente, in das Bundesparlament erlebt haben. Das ist ein historisches Faktum. Und natürlich müssen sich etablierte Parteien fragen, was passiert ist, damit es so passieren konnte. Also das heißt, ich vermute mal, dass Sie auch annehmen, dass ja die etablierten Parteien da kräftig mitgeholfen haben, wider Willen, dass die AfD in die Landtage kommt, indem man eben diese Themen hochgezogen hat. Das nennt man ja Negativkampagnen. Nochmal, um das aufzunehmen, Herr Patzelt, die CSU könnte in Bayern ja stolz auf das Erreichte sein, das im Wesentlichen auch von ihr erreicht worden ist. Eine niedrige Arbeitslosigkeit, hohe Wirtschaftskraft, Bayern blüht, ist, steht in vielen wichtigen Fragen weit vor den anderen Bundesländern. Und sie zieht ein solches Thema hoch im Wahlkampf. Ist der bayerische Wähler denn wirklich so grausam, dass er Blut sehen will und ansonsten die AfD wählt, wenn er das nicht sieht? Würden wir jetzt nicht über bayerische Wähler, sondern über Leute mit nicht weißer Hautfarbe reden, würde Ihre Aussage schlechterdings als rassistisch zu kennzeichnen sein. So, ich meine nur, weil, im Ernst kann man die bayerische Wahlbevölkerung nur mit solchen Themen auf seine Seite im Ernst bekommen. Formuliert. Bayern ist ohne Zweifel das erfolgreichste Bundesland und das wird, sobald der Wahlkampf wirklich beginnt, auch ganz klar in den Vordergrund gestellt werden. So, dann ist Bayern jenes Bundesland, das am meisten von der großen Migrationswelle des Jahres 2015 berührt worden ist. Und kein Bundesland hat besser, freigebiger und hilfsbereiter als Bayern auf diese Vorgänge reagiert. Es ist nicht so, als ob die Bayern hartherzig oder übellaunig oder fremdenfeindlich wären, ganz im Gegenteil. Aber es gibt ein sehr waches Gefühl dafür, dass der erreichte Wohlstand, die erreichte Sicherheit durchaus Dinge sind, die gefährdet werden können. Und die Themen wie Wohnraum oder Bildung hängen mit der Migration auf das Engste zusammen. Wenn Sie im Jahr 200.000 mehr Menschen in Deutschland haben, muss Wohnraum geschaffen werden. Und wenn Sie viele jugendliche Migranten haben, dann werden Sie noch mehr Schulklassen haben, in denen der Anteil von jungen Migranten, die der gemeinsamen Unterrichtssprache nicht so recht mächtig sind, haben. Und dann wird das natürlich bildungspolitische Konsequenzen haben. Im Übrigen hat sich Bayern niemals, beziehungsweise hat sich die CSU niemals als eine Bayernpartei verstanden, sondern als eine Partei, die den Gesamtstaat im Auge hat. Und es glaubt die CSU einfach, dass die 2015 eingeleitete und lange Zeit wie völlig unveränderlich behandelte und nur stillschweigend und nachgerade heimlich korrigierte Migrationspolitik dem gesamten Land nicht gut tut. Das wiederum glaubt auch ein nennenswerter Teil der Bürger. Und deswegen fühlen sich viele von den etablierten Parteien im Stich gelassen und haben ihr Kreuz bei der AfD gemacht. Noch einmal, die CDU kann das wegstecken. Sie besetzt immer noch das Kanzleramt, sie regiert immer noch in einigen Ländern. Bayern ist das einzige Land, in dem die CSU regieren kann. Folglich geht es hier an Existenzielles. Eine letzte Bemerkung sei angefügt. Die Frage, wie es weitergehen soll mit Nationalstaaten, Grenzen, Kulturwandel, Migration, konstituiert einen neuen gesellschaftlichen Großkonflikt quer über Europa. Über genau diesen Konflikt sind allenthalben rechtspopulistische Parteien groß geworden. Über genau diesen Konflikt haben sich die etablierten Parteien von der AfD bzw. die AfD von den etablierten Parteien getrennt. Genau dieser Konflikt treibt CDU und CSU auseinander. Und genau dieser Konflikt treibt in der SPD die Führungsetagen von dem Fußvolk in den Kreis- und Unterbezirksverbänden auseinander. Das ist das zentrale Thema, das in sämtliche Politikfelder hineinreicht. Und eine Partei, die das nicht adressiert, überlässt das politische Feld und den politischen Diskurs lediglich der derzeitigen rechtspopulistischen Konkurrenz. Meine Frage war ja, ist die CSU, glaubt sie, dass sie der bayerischen Wahlbevölkerung ein solches Thema anbieten muss, in dem es eben um Streit und nicht um Erfolge, aber auch um andere wichtige Zukunftsthemen geht? Warum versteift sie sich so auf dieses Thema? Warum glaubt sie, dass sie damit Erfolg haben kann?
weil da ein Ministerpräsident, ein neuer Ministerpräsident ist? Möglicherweise geht der Schuss ja nach hinten los. Wir wissen ja, dass dieses Thema in Bayern für die CSU gar nicht so vorteilhaft im Moment ist, was die Umfragen angeht. Sie kommen nicht über 40%. Möglicherweise will der bayerische Wähler, ja ganz andere Themen haben und ganz andere Themen, um die sich die Partei, nicht nur die CSU, kümmert. Naja, zumindest müsste man dann auch, finde ich, also oder stelle ich mir als CSU vor und auch als Ministerpräsident, der gewaltig unter Druck ist, Markus Söder, der noch keine Wahl gewonnen hat, da ist ja auch ein Seehofer hier in Berlin, der inzwischen, glaube ich, von einem Söder getrieben und von einem Dobrindt getrieben wird, der gar nicht mehr der selber raufen, aber auch irgendwann mal Schluss machen konnte. Die anderen haben da irgendwie ein anderes Maß zuletzt ja in den letzten anderthalb Wochen erkennen lassen. Also mir ist das fraglich, warum Sie das so zuspitzen und so tun, ohne meiner Meinung nach, ich kenne diesen Masterplan genauso wenig, aber das direkte Zurückweisen an der Grenze hakt ja schon daran, dass man ihn nicht einfach nur, ihn oder sie, wen man dann zurückweist, einmal kurz nach Österreich rüberschiebt. Und dann ist er oder sie da als abgewiesener Asylbewerber. Merkel will dann zumindest das mit anderen Staaten regeln, wie die zurückkommen. Werden die zurückgeschickt, werden die einfach nur über die Grenze geschoben? Da sind auch, finde ich, von der CSU mir zumindest noch nicht richtig erklärte, vielleicht weil ich den Masterplan nicht kenne, weil er mir nicht gezeigt wurde, sind noch keine Konzepte, die mich da überzeugen. Und insofern finde ich weiterhin es sehr schwierig, dass die CSU mit Krawall versucht zu gewinnen. Und ich bin sehr gespannt, ob die Ihre These eher, man muss das tun, um der AfD-Wähler abzulocken, oder meine These, man ist sowieso nicht so gut wie das Original und man wird diese Wähler so nicht bekommen, sondern eher mit positiven Erzählungen. Aber bei der letzten Bundestagswahl ging es ja genau um diese Frage. Das ist der CSU ja auch nicht bekommen. Ein Satz dazu. Schauen Sie, es gab lange Zeit den Versuch, insbesondere von SPD, Grünen und CDU, ja nicht jene Themen zu adressieren, an welchen sich die AfD gemästet hat. Dieser Versuch war in Deutschland nicht erfolgreich, bei keiner Landtagswahl, nicht bei der Bundestagswahl und in anderen europäischen Staaten war er auch nicht erfolgreich. Jetzt versucht die CSU etwas anderes, nämlich diese Sachen zu adressieren. Mir scheint die Wahrheit zu sein, dass das Zeitfenster, um die AfD wirklich wieder weg und klein zu bekommen, sich geschlossen hat. So viele Leute in Deutschland haben innerlich den bestehenden Parteien gekündigt, dass wahrscheinlich keine Strategie hilft, sodass eigentlich die Güterabwägung die ist, ob die AfD wohl dann wachsen wird, wenn vernünftige Parteien die Probleme, an denen die AfD groß geworden ist, zu lösen anfangen, oder ob die AfD dann wachsen wird, wenn die etablierten Parteien sagen, nein, nein, das alles sind keine Themen, alles, was die AfD will, machen wir ganz gewiss nicht, und die Wähler vor die Alternative stellen, die AfD oder eine der etablierten Parteien zu wählen. Darauf könnte man sich einmal theoretisch einlassen. Praktisch rate ich dringend davon ab. Ja gut, aber Ihre These war ja, dass bayerische Wähler auch an Krawall interessiert sind. Aber offensichtlich ist es ja nicht so. Denn die CSU hat ja, wie gesagt, bei der Bundestagswahl nicht besonders gut abgeschnitten. Und die neuen Umfragen zur bayerischen Landtagswahl, da verharrt die CSU ja bei 40%. Also dieses Konzept geht offensichtlich nicht auf. Und Schauen Sie, diese Einschätzung, dass man mit Krawall erfolgreich Politik machen, scheint ja möglicherweise zur Landtagswahl tatsächlich nicht aufzugehen. Darum geht es ja nicht, mit Krawall Politik zu machen. Denn wir kennen ja den 66- oder 63-Punkte-Plan noch gar nicht, wissen gar nicht, ob Krawall entsteht. Der einzige Krawall ist die heftige öffentliche Debatte, ob es eine europäische Lösung gibt, worin immer sie besteht, oder ob Deutschland sozusagen bestehendes Recht umsetzen soll. Der Punkt ist der, es hat die CDU und die CSU als sozusagen deren bajuwarische Version überall dort bei der Bundestagswahl verloren, wo die Wähler zuvor besonders großes Vertrauen in die C-Parteien gesetzt haben. Das gilt für Sachsen, gilt für Bayern, gilt für weite Landstriche Hessens, gilt für weite Landstriche Baden-Württembergs. Der Versuch jetzt ist, Konsequenzen daraus zu ziehen. Und noch einmal, Krawall wird nicht funktionieren, lediglich lösen der Probleme. Aber ich glaube, dass ein großer Teil der Bürger trotzdem die AfD wählen wird, weil man innerlich den bestehenden Parteien gekündigt hat, insbesondere denen, welche man zuvor besonders stark vertraut hat. Ich würde gerne noch mal auf das Thema den dritten Koalitionspartner eingehen, dass der auch in dieser Sendung dann entsprechend gewürdigt wird, weil er ist ja wichtig, jetzt bei der Frage der Lösung, die SPD. Die hat ja zu dieser Koalition keine Alternative. Und sie ist ja auch in einem Dilemma. Das zeigt man, Sie haben es vorhin schon angedeutet, Herr Siegel, wenn man die Frage der Zurückweisung registrierter Flüchtlinge nach Parteianhängern auffächert. Keine großen Überraschungen, am meisten dafür sind die Anhänger der AfD, der FDP und der CDU-CSU. Aber wir
konzentrieren uns auf den roten Balken, den dritten von unten. SPD-Anhänger, sind Sie für die Zurückweisung registrierter Flüchtlinge? Also die Position von Horst Seehofer, 50 sind dafür und 43 dagegen. Da sind nicht so viele dafür wie bei Union, FDP und AfD, aber es ist eine Mehrheit. Jeder Zweite. Das sehen viele SPD-Funktionsträger und Abgeordnete ganz anders. In welchem Dilemma ist die SPD da? Die SPD ist momentan die zerrissenste Partei Deutschlands. Das ist gar keine Frage. Wir haben eine innere Opposition, die auf den Namen Kevin Kühnert hört, die nicht stillgestellt ist, die von Anfang an versucht, Treibsand in die Einigung des großkoalitionären Friedens zu gießen. Und wir haben diesen enormen Bias, diesen Sprung, diese unglaublich große Kluft zwischen der Führungsspitze und der Wählerschaft. Wenn Sie Umfragen machen, Sie wissen es vermutlich besser als ich, welche Themen brennen den Menschen in sogenannten SPD-Hochburgen wirklich unter den Nägeln, sei es Duisburg, sei es Essen, sei es Nordrhein-Westfalen als gesamtes Land, dann kommen sie auf kaum unterschiedliche Ergebnisse als bei den anderen Parteien. Die Funktionärskaste hingegen versucht sich in einem Berliner Internationalismus zu suhlen. Und ich glaube, das ist der große Fehler der SPD, dass ihr nicht gelingt, die Diskussion an der Basis, vor Ort, von den Landräten auch, in die Entscheidungsprozesse der Bundespartei hinein zu fließen. Man hört manchmal so Stichworte wie Fluid Democracy, also jeder soll sich einbringen können. Dieses Modell würde ich der SPD dringend raten anzuwenden, sonst wird diese Kluft so groß, dass wir irgendwann eine Funktionärskaste haben, aber niemanden mehr, der sie wählen kann. Wenn die SPD jetzt in dieser Schwierigkeit ist, sie hat ja mehreren Schwierigkeiten, genauer gesagt, sie ist im Umbruch, auch nach eigenem Bekunden, sie möchte sich erneuern, sie will das sogar in der Bundesregierung erneuern, was wahrscheinlich nicht besser und schlechter ist, als wenn sie es in der Opposition täte. Aber jetzt ist sie in einer Koalition des Missvergnügens und will sich auch gleichzeitig noch erneuern, um ihre Schwierigkeiten zu überwinden. Wird ihr das gelingen? Wie lange macht sie da noch mit? Gerade wenn es zu solchen Themen jetzt solche Auseinandersetzungen gibt. Ja, in der SPD liegt es im Moment nicht, dass diese Koalition erstmal weiter existiert oder nicht. Die haben ja auch überhaupt keine Schadenfreude an den Tag gelegt. Im Gegenteil, weil natürlich für die SPD wäre es jetzt der größte anzunehmende Unfall, wenn diese Koalition schon wieder auseinander ginge. Das wollen, wenn, dann sie bestimmen, aber nicht rauskatapultiert werden und plötzlich neu Wahlen anzustreben. Denn auch wenn sie jetzt sagen, ja, wir hätten genug Geld und, mag sein, aber das würde jetzt viel zu früh für die SPD kommen. Insofern wäre das für sie nicht richtig. Auf der anderen Seite, die SPD versucht genau das Gleiche, was sie letztes Mal relativ erfolglos getan hat. Sie versucht konstruktiv im Moment Politik zu machen. Das ist, finde ich, einerseits herzerfrischend zu sehen, wenn Leute sich nicht streiten, sondern gerade die SPD das mal versucht. Aber ich glaube, es wird auch relativ wenig wahrgenommen und es wird auch im Moment keine großartigen Folgen für die Partei haben. Aber ich glaube, sie ist im Moment dazu verdammt, es so zu tun. Und sie hat, klar, sie muss dann auch mal überlegen, was ist aus dieser Erneuerung? Ist das eine Worthülse oder wird das mehr? Aber ich denke, im Moment hält sie sich ein bisschen zur Seite. Sie lässt sich da nicht mit reinziehen. Sie versucht nicht, der Schlichter, der Vermittler, Ähnliches zu sein. Damit kann sie nur verlieren. Sondern sie versucht, sie selber konstruktive Politik zu machen, sofern das noch geht. Und ansonsten erstmal vorsichtig abzuwarten, was die anderen da gerade anrichten. Kann das doch nicht gut gehen, stillhalten als Prinzip. Es wird auch nicht endlos sein, weil es wird eine Entscheidung. Es wird irgendwas jetzt passieren. Und wenn die Unionsparteien sich wieder mit einer halbgaren Lösung plötzlich wieder alle lieb haben, dann werden die Wähler ihnen das auch nicht abnehmen. Das ist völlig richtig. Die Frage, die ja da auch im Raum steht, wenn man sich schon mit einem solchen randständigen Thema, das ja auch nicht so viele Flüchtlinge betrifft, so zerlegen kann, so verkrachen kann wie CDU und CSU, was passiert in einer Koalition eigentlich, wenn es die wirklich grundlegenden und auch kontroversen Themen gibt? Dann ist ja erst recht nicht sicher, ob eine solche Koalition dann bei wichtigen Themen den Anforderungen, den Streitthemen, den unterschiedlichen Interessen so standhalten kann. Also ich muss da schon ein bisschen widersprechen. Ich glaube, dass das Thema Flüchtlinge und Zuwanderung, das ist das Spaltpilzthema zwischen der CSU und CDU. Ich meine diese spezielle Frage nach der Zurückweisung registrierter Flüchtlinge. Das ist ja nur ein Aspekt unter vielen. Das ist ein Aspekt, aber dieses Thema ist ein hoch emotional besetzt ist. Und vorher wurde gesagt, dass die CSU von Seehofer und Söder viel weiter rechts steht als die CDU. Das gilt in dieser einen Frage. In den allermeisten anderen Fragen, den grundlegenden Fragen von Arbeitsmarktpolitik, von Sozialpolitik, von vielen anderen gesellschaftspolitischen Themen, sind diese zwei Parteien fast wie eine.
und haben eigentlich zum Teil weniger Flügelkämpfe als zum Beispiel die SPD, wo ja in einem doppelten Spagat ist. Also es gibt sozusagen die Modernisierungsbefürworter, die immer auch für die Hartz-Reform waren. Und es gab so diejenigen, die gesagt haben, ihr habt den sozialdemokratischen Markenkern verraten. Und jetzt gibt es noch diese zweite Konfliktlinie. Also ich denke, die Belastungsprobe ist jetzt schon da. Und es werden noch mehrere kommen, insofern die Koalition länger hält. Viele gehen ja in Berlin davon aus, dass es von vornherein eine Koalition war, wo keiner davon ausging, dass es wirklich Spaß machen würde. Ja, man darf man nicht vergessen, die drei großen Verlierer der Bundestagswahl, die zusammen 4,6 Millionen Zweitstimmen verloren haben, haben letztendlich eine Koalition wider Willen gebildet. Dass das eine Vernunft-Ehe auf Zeit ist, ja, ist völlig klar. Und natürlich haben die Parteistrategen in allen Parteien auch eingepreist, dass diese Legislaturperiode womöglich keine 4 Jahre anhalten wird. Also welche größeren Belastungsproben kommen noch, kann man jetzt so nicht sagen. Aber mit Sicherheit wird die SPD versuchen, die sozial- und arbeitsmarktpolitischen Themen weiter in den Vordergrund zu rücken, weil das ist ihre große Chance, beim Wähler zu punkten. Eine Frage noch, wo stehen wir in einer Woche am nächsten Dienstag nach den Sitzungen, nach dem EU-Gipfel, nach den CDU- und CSU-Präsidiumssitzungen? Es gibt ja schon versöhnliche Signale heute, vielleicht weil die CSU gemerkt hat, dass der bayerische Wähler die Politik der CSU nicht gut findet in der Flüchtlingsfrage. Was meinen Sie, was dabei rauskommt? Es wird eine rhetorische Lösung gefunden sein, die für den Augenblick allen es erlauben will, ihr Gesicht zu bewahren. Aber dann wird es vor allem von Europa aus weitere Störfeuer geben. Und wir werden nach wie vor nach einer Fata Morgana namens europäische Lösung suchen. Gut, wir werden das alles genau weiter verfolgen. Vielen Dank, dass Sie da waren, liebe Zuschauer. Morgen unsere Phoenix-Rundenwoche heißt die Schicksalswoche. Morgen mit dem Untertitel Hält die Große Koalition. Darüber haben wir ja heute auch schon gesprochen. Aber morgen sprechen wir mit 4 jungen Bundestagsabgeordneten, die ihre erste Legislaturperiode im Parlament verbringen. Es geht ja auch um ihre Zukunft, je nachdem, wie lange dieses Parlament zusammenbleibt. Und vielleicht haben sich die einen oder anderen auch schon einen Reim auf diese aktuelle Situation, Streit ums Asyl und die Flüchtlingspolitik gemacht. Bleiben Sie bei Phoenix.